Frühstück in Gesellschaft. Ein Burgerbrunch nach langer Zeit. Bunt aufgestellt und alle voll besetzt, stehen die Frühstückstische bei sonnigem Wetter unter freiem Himmel. Erstmals auf dem Domplatz findet der große Burgerbrunch nach 2 Jahren Corona-Pause endlich wieder statt. Obwohl, ganz so groß war er dieses Jahr nicht. 38 Tische sind es dieses Mal geworden, anstelle der 100 Stück in 2019. Trotzdem herrscht auf dem Domplatz gute Stimmung. Nach einem Begrüßungswort von Oberbürgermeister Daniel Zarata heißt es schlemmen. Für die Unterhaltung der Frühstücker ist ebenfalls gesorgt. Für Live-Musik sorgen die Rabenbrüder mit ihren mittelalterlichen Instrumenten und Verkleidungsstil. Das Naturkundemuseum Heine Arnum sowie die Stadtbibliothek und das Gleimhaus zieren den Platz mit Spiel- und Bastelständen. Zudem gibt es an diesem Tag mit einem Quiz sogar etwas zu gewinnen. Eine große Infotafel zum Thema Umbau des breiten Weges steht für Interessierte ebenfalls neben anderen Infoständen auf dem Platz bereit. Auch zu Gast ist der ASB-Wunschwagen, welcher es sich zur Aufgabe macht, Menschen ihre letzten Wünsche zu erfüllen. Das Team des Wagens stellte ihr Ziel, so vielen Menschen wie möglich zu helfen, gerne vor und nahmen gewiss auch die ein oder andere Spende ein. Somit war der Brunch, wenn auch nicht so gut besucht wie früher, trotzdem ein großer Erfolg. Und spricht sich erst einmal herum, wie lecker es ist, in Gesellschaft zu frühstücken, kommen das nächste Mal sicher wieder etwas mehr.